Hallo, meine lieben Bird Rider. Hier ist wieder euer Land Squid und wir spielen Final Fantasy VII Remake weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich hier vor diesem Aufzug. Ist das der richtige Aufzug? Ich hoffe es. Ich drück mal drauf. Cloud, wir müssen die andere Taste drücken. Stromversorgung wiederhergestellt. Ja. Lift-Elektronik wird aktiviert. Ja. Sag mal, braucht der Lift wirklich so viel Strom wie drei von diesen Neustart Sonnen? Abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Vielleicht sind es einfach echt krasse Energiesperrlampen, die diese Sonne haben. Wiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Oder der Lift ist uralt und braucht verdammt viel Strom. Ich meine, vielleicht ist das ein super duper mega schwere Lastenlift. Aber braucht man dann wirklich so viel mehr Strom? Und ich meine, vielleicht transportiert er normalerweise schwarze Materieblöcke. Sodala. War da nicht noch irgendwo Materie? Vielleicht sollten wir nochmal nachsehen. Du hast recht, ich habe da wirklich was gesehen. Da blinkte irgendwas oben auf dem Gestänge von irgendeinem Aufzug. Irgendein Aufzugrätsel. Das hätte ich noch machen können. Du hast absolut recht. Aber ich will nicht mehr zurückgehen. Jetzt gehen wir weiter. Wegen einem Sohn. Ich habe, glaube ich, das meiste gefunden. Das Kistenrätsel war nett. Und ich wüsste jetzt nicht mal, wo wir nach dem einblinkenden Ding suchen sollen. Nein, wir sollten weiter. Aber nett, dass einem das Spiel sagt, hey, du hast hier nicht alles gelootet, nur dass du es warst. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch darauf gefasst. Ich frage mich, wie Marco riecht. Und scheint unangenehm. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Oh, Barrett, dir macht das Marco scheinbar schon ein bisschen zu schaffen, kann das sein? Wisst ihr, was mir echt fehlt? Eine Sprungtaste. Wenn ich lange Wege von A nach B laufen will, muss, dann springe ich gern durch die Gegend, dann hüpfe ich gern, um mir die Zeit zu vertreiben. Hopp, 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 hopp. Aber es geht hier leider nicht. Das ist wirklich schade. Das ist schrecklich schade. Magie, Blitz, Elektroraketenwerfer wegblitzen. Jetzt hauen wir ihn kaputt. So. Magie, Blitz, Alpha Laser wegblitzen. Blitz und Donner, volle Kanne. Oh Gott. Limit! Kreuzschlag! Irgendwelche letzten Worte? Magie! Blitz! Guck, wer braucht Fernkämpfer? Was sind denn hier bitte noch Gegner? Irgendwer schießt hier noch auf uns. Ich habe keine Ahnung, wer und wo. Ach, da hinten! Wo kommt denn... Wie soll denn... Was ist denn da los? Machen meine Begleiter eigentlich irgendwas? Wirklich jetzt? Machen die irgendwas? Barrett, Limit, Granate, Power! Yeah! Ich meine, gut, Tifa hat jetzt hier, aber du hättest auch Magie machen können, Tifa. Tu nicht so. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Alles muss man hier selber machen, Mensch. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat.
Ich würde ja gern durch die Tür schauen und gucken, ob da wichtige Materialien für unsere Ökoterrorgruppe sind, die wir brauchen können. Aber da ist leider ein Nicht-Betreten-Schild vor der Tür, also kann man wohl leider nichts machen. Müssen wir da lang gehen. Tja. Hi, Tränke. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie nah ich an die leuchtenden Pünktchen ran muss, damit die eingesammelt werden automatisch. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich bin nervöser als erwartet. Diese Nervosität werde ich auch nie los. Na, hinter der Tür könnte der gesamte Shinra-Konzern Basen überall auf der Welt in die Luft jagen Knopf sein. Aber das Schild, Leute, das Nicht-Betreten-Schild. Ich meine, irgendwo hört's auf mit Rebellion und Widerstand. Wenn man keine Schilder mehr beachtet, wo kommen wir da hin? Ist die Welt, in der wir dann leben, die neue Welt, die wir schaffen, dann noch lebenswert, wenn die Autorität von kleinen Plastikschildern nicht mehr geachtet wird? Eben. Wir dürfen nicht schlimmer werden als die, Leute. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, Biggs! Ich wusste auf dich, es verlass! Wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilfinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Sonnenfinsternis. Dabei habe ich die Sonne schon vor. Das war schon letzte Woche, als wir da den Stream gemacht haben. Da hätte ich die Trophäe kriegen sollen. Nicht jetzt. Unverschämtheit. Waffenstufen erhöhen. Stimmt, ne? Da könnte ich mal wieder gucken. Gut, dass du mich erinnerst. Habe ich nach der Cutscene also, schon wieder vergessen. Noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Nom 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 nom. Ich habe jetzt gerade vor der Aufnahme zum Frühstück noch einen Pfannkuchen von gestern gegessen. Der war echt lecker. Wir hatten nämlich keine Milch mehr zu Hause oder nichts ähnliches. Und deswegen musste ich improvisieren, weil ich hatte Mehl und so Eiersatz schon zusammengerührt und in der Schüssel. Und dann fiel mir auf, oh dammit, wir haben keine Milch mehr. Das war doof. Und wie geht's jetzt weiter? Ich erzähle gleich weiter. Oh, wie praktisch.
Und auf jeden Fall, ich muss mal gucken, die reden so viel. Alter, und ich will cool den. Ist. Genau. Der will den nicht reinquasseln mit meinem Pfannkuchenrezept. Naja, auf jeden Fall habe ich noch ein Kefir zu Hause gehabt, ein bisschen. Und Sojamilch. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Ey, Soja-Joghurt natürlich. Mit Sojamilch hätte ich gar nicht das Problem gehabt. Und dann habe ich eben in den Teig, oder den Teig eher mit Kefir, so halb Kefir und halb Soja-Joghurt gemacht. Und ich muss dann ein bisschen mit Mehl und auch ein bisschen Wasser noch rumexperimentieren, dass die Konsistenz passt und dass die in der Pfanne nicht kaputt gehen. Aber die wurden dann richtig, richtig lecker. Echt geile Pfannkuchen. Kefir-Pfannkuchen. Kefir-Soja-Joghurt-Pfannkuchen. Nicht schlecht, kann ich empfehlen. Hey, seht mal. Wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Oh. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Können wir den umprogrammieren und reaktivieren für unsere Zwecke? Ich meine, abgesehen davon, dass da einer parkt an seinem Power-Rüstungsständer. Ich erkenne irgendwie nicht, ist das, hat der einen Kopf, ist das viereckig im Kopf oder so? Wir sehen die bestimmt bald im Einsatz. Aber mich beunruhigt eher, dass da zwei Stationen sind, die leer sind. Wo sind die beiden? Das ist die Frage. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst in Gelegenheit die Flucht ergriffen. Lass mir die Muskeln spielen! Die Kombo ist schön gemacht, ne? Die Standard-Kombo. Dass der die Gegner so in die Luft schleudert und dann quasi abfängt. Das ist irgendwie nett. Jetzt hab ich dir das sagen. Lass mich, lass mich. Ich. Das ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Barrett macht mir Spaß zu spielen. Einfach draufhalten und fertig. Das ist irgendwie cool. Fühlt sich wirklich gut an auch. Ist schön gemacht. Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Echo-Schirm. Die sollen sich jetzt mit dem Nachfolger beeilen von Final Fantasy VII. Ich möchte nahtlos weiterspielen können am besten. Das wäre gut. Nichts überstürzt. Es ist wirklich so, ich habe es mir schon gedacht, die Figur, die ich wähle, lädt ihre ATP viel, viel schneller auf. Jetzt ein Freudentanz. Also bis jetzt habe ich an dem Spiel wirklich nur einen Kritikpunkt und der nervt mich aber wirklich ein bisschen, weil ich im Kampf schon gerne auch mit den anderen Figuren spielen würde, aber gerade in den kurzen Kämpfen nervt mich dieses Hin- und Herwechseln. Das finde ich ein bisschen unnötig und ne, warum, wenn ich mit Cloud auch einfach alles kaputt hauen kann? Und deswegen würde ich wirklich gern, wie es in vielen anderen RPGs auch geht, ja, JRPGs, hier jetzt auf der Weltkarte quasi, während ich rumläufe, einfach auf Tifa oder so wechseln und dann mit denen durch die Welt laufen, damit ich in der Eröffnung des Kampfes gleich dieser Charakter bin. Das ist eine Kleinigkeit, aber das wäre mir wichtig. Tja, schade, schade.
Na komm, ja. Oh, die Türsteher! Mit letzter Verstärkung. Die knüppelt mir vor! Da geht noch was! Keine Chance! Ich glaube, hier würde ein Blitz viel mehr Sinn machen, oder? Blitz und Donner! Übernimm du. Hier kommt Barrett! Ich leg auf! Eis ist, glaube ich, gar nicht so toll, ne? Eva braucht irgendwie bessere Magie, habe ich das Gefühl. Einmal blitzen, bitte. So, was ich schon. Ich dachte, da ist noch ein Türmchen. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Ist das das Warnzeichen für hier, Dingsy? Na, Magma, wie heißt es denn? Der Stoff. Den Stoff, aus dem die Träume sind. Den Barrett hier riechen kann. Wahrscheinlich, ne? Oder das hier wird vor Strudel im Wasser gewarnt. Das könnte auch sein. Achtung, Wasserstrudel. Ist aber ein sehr stylisches Zeichen. Nicht wie Radioaktivität oder sowas, so relativ minimalistisch, sondern hier so, ne, fancy Kurven, noch extra Pünktchen. Ein bisschen zu aufwendig. Also ich meine, ne, ich meine, wenn man es logisch betrachtet, macht Sinn, wenn so ein Zeichen leicht ist, dass man das zur Not auch per Hand schnell irgendwo, man misst das und macht so einen Behelfszettel, wo den man schnell hinklebt. Und dann, bevor das richtige Warnschild kommt oder so. Naja, wie dem auch sei. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt für heute hier Schluss, bevor wir da runtergehen, weil da unten kommt bestimmt der nächste Boss, kommt die Action, kommt die große Story-Kapitel-Wendung. Wahrscheinlich eine 18-Stunden-Cutscene, die ich nicht pausieren kann. Deswegen machen wir jetzt lieber hier Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.